Herzlich willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar habe ich mir gedacht, komm, holen wir uns noch Doom 3 BFG Edition und da können wir jetzt entweder entscheiden, ups, dass wir Doom spielen. Natürlich will ich das nicht. Das ist ein geiles Spiel, aber momentan will ich es nicht. Sondern ich will die BFG Edition spielen. Die ist jetzt auf Deutsch und ja, darum geht's eigentlich. Wir sind auf dem Planeten, so auf dem Mars. Und auf dem Mars gibt's eine Station. Und da bricht das ein oder andere Chaos aus. Ja. Und dann schauen wir einfach mal, wie das so ankommt. Und hauen wir mal rein jetzt. Die Kampagne. Neues Spiel. Ja. Ich muss eins noch sagen, das Spiel erinnert mich ein bisschen an Dead Space, so ein bisschen, ne? Hat aber damit gar nichts zu tun. Komm. Gut, wir starten jetzt. So, wir können jetzt Auferstehung des Bösen, Lost Mission. Wir machen alle drei. Jetzt fragt ihr euch, warum kommt kein Aliens vs. Predator? Ganz einfach. Ich möchte erstmal ein Doom 3 vormachen. Und dann möchte ich ja die beiden parallel laufen lassen, jeden Tag. Oder mal gucken. Und jetzt starten wir mal Doom 3 als Marine. Die Union Aerospace Corporation ist das größte Unternehmen der Welt. Ursprünglich auf Waffen- und Verteidigungsprojekte spezialisiert, dringt sie nun in weitere Felder vor. Biologische Forschung, Weltraumforschung und andere wissenschaftliche Projekte. Dank unbegrenzter Gelder und der Möglichkeit, sich mit ihrer Forschung außerhalb der moralischen und rechtlichen Grenzen zu bewegen, verfügt die UAC über die fortschrittlichste Technologie, die je entwickelt wurde. Ah, okay. Ah, Mars City, Unternehmungsabteilung Union Aerospace. Mars City ist das Tor zur, okay, Marsbasis. Transporter im Anflug erfasst. Anflugkontrolle. Darkstar auf 07063. Wir sind bei 38000. Verstanden, Darkstar. Sinken auf 2000. Bodenkontakt bei 26972. Verstanden, Tower. Wir haben Sie auf dem Radar, Sir. Sie werden gleich landen. Ausgezeichnet. Schicken Sie Counselor Swarm direkt zu mir. Ja, Sir. Tower, hier Darkstar im Landeanflug. Verstanden, Darkstar. Alles bereit. Willkommen zurück. Schrecklich, dass es dazu kommen musste. Ich wollte nicht herkommen. Er ließ Ihnen keine Wahl. Stimmt, aber das ist das letzte Mal. Ich bin es leid, immer wieder seinen Dreck wegzuräumen. Richtig. Sie übernehmen hier. Und ansonsten schlage ich zu. Wenn es denn sein muss. Betrüger wird lernen, sich nach uns zu richten. Wie Sie wünschen, Kanzler. Ja, und somit beginnt das Abenteuer in, also auf dem Mars, in Mars City, im Hangar. Eins muss ich noch sagen, das Spiel kam ja damals raus, 2000, irgendwie 2000, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das die aufpolierte Edition, die ist ein bisschen grafischer, ein bisschen aufpoliert worden, nicht sehr stark. Dazu muss ich auch noch sagen, das hatte auch ein paar Bugs, und zwar Doom 3 hatte, glaube ich, diesen Bug, der ziemlich bekannt ist, diesen Stabilisationsbuff, der die Framerate eingebrochen ist und die ganze Zeit gelaggt hat oder so. Ich weiß nicht, woran es liegt. Oh, hier können wir sogar in den Computer gucken. Ah, okay. Wenn du dich in einer
Okay, ja. Das ist alles zu schnell. Willkommen auf dem Mars. Alle Neuankömmlinge müssen sich am Empfang melden. Ja, danke. Dann melden wir uns da mal beim Empfang. Der wichtigsten Forschungsstätte von Union Aerospace. Gehen Sie für eine schnelle Abfertigung direkt zum Empfang. Mach ich doch. Ich muss hier raus. Ja, er hält sich krampfhaft fest. Er hat Angst, glaube ich. Das ist so, das ist das Raumschiff, mit dem wir gekommen sind, genau. Da unten ist halt der Absturz. Gut, wir gehen mal rein. Jetzt kommen wir in die Kammer. Ja, danke. Ich muss dich bitten, für einen Bioscan auf eines der roten Vierecke zu treten. Das dauert nur eine Sekunde. Okay, welches denn? Ist es egal? Ah, okay. Okay, ich fange dann mal an. Fang mal an, genau. Du musst still halten. Wenn du dich bewegst, dauert der Test nur länger. Ah, komm. Dauert da länger, ne? Sieht gut aus. Freigabe erteilt. Du hast so gesagt, da dauert länger. Willst du mich verarschen jetzt? Was war das? Oh, das sieht ja geil aus hier. Achtung, Direktor Banks, bitte melden Sie sich bei der Verwaltung. Ja, wo ist die Verwaltung? Das Ziel der UAC sind die Sicherheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter. Aha, okay. Darum bitten wir, alle Unternehmensvorschriften der UAC zu jeder Zeit einzuhalten. Dazu gehört sich nur in den freien... Ah, den kennen wir doch. Das ist doch der John Smith, der da an der Bank saß. ...und auf sich und andere Acht zu geben. Aha. Wer etwas Ungewöhnliches bemerkt oder einfach nur eine Frage hat, kann sich an den nächstgelegenen UAC-Sicherheitsposten wenden. Sie sind das ist der Mars. Hier, um zu helfen, egal um welches Problem es sich handelt. Gut, dann mach mal weiter. Der November steht auf dem Mars ganz im Zeichen der Sicherheit. Die UAC hat... Okay, machen wir mal Download. Was? Gut, das ist der Roboter gewesen. Gut, wir gehen mal weiter. Und dann fällt mir... Erstes Mal, lass deine Tasche ruhig hier. Ich lass sie zu deinem Quartier bringen. Okay, zunächst erstmal das Wichtigste. Dies ist ein Personal Data Assistant. Den brauchst du für den Zugang zu allen sicheren Bereichen. Freigaben für Sicherheitszonen werden sofort heruntergeladen. Er ist wichtig. Verliere ihn nicht. Ja, keine Sorge. Ich sehe hier, dass Sergeant Kelly angefordert hat, dich sofort zu sehen. Geh direkt zum Marine-Kommando. Es geht da lang. Folge den Schildern. Okay, mach ich doch, klar. So. Wir heißen so, das ist gut. ID-Nummer, Marine-Sicherheit, Rang, okay. Sicherheitsfreigabe, Marine-Hauptquartier, Stand- und Mars-City, Empfang. Gut, Private. Ah, okay. Erfülle deine Pflichten auf militärische Art. Zurück zum Marine-Hauptkommando. Marine-Kommando. Sprich mit Sergeant Kelly im Marine-Kommando, Hauptquartier. Wie komme ich jetzt hier raus? Ah, okay. Tabulator. Gut, er hat gesagt, folge den Schildern. Die ist eine rauchfreie Einrichtung. Muss er hier? Nur in den gekennzeichneten Bereichen. Danke für jetzt haben wir ja diesen PDA. Gut, das ist die Aufgabe. Wir gehen mal hier. Hallo, wie geht's? Hab dich noch nie gesehen. Bist wohl bei der neuen Abteilung, die nach uns sehen soll. Ja, ich hab die auch noch nie gesehen. Was machst du denn da? Checkst du die Liste? Zeig mal her. Gibt es ein Problem? Ich mache hier nur meine Arbeit. Ja, ich guck doch nur zu. Ich will mal wissen, was du da machst. Aha, aha. Ich versuche die Systeme zu rekonfigurieren. Kann gerade nicht. Ah, das macht er also. Gibt es ein Problem? Nee, jetzt nicht mehr. Arbeit. Gut. Ich bin hier, weil es offenbar gravierende Probleme gibt. Ach wirklich? Muss ich Sie an die bahnbrechende Arbeit erinnern, die wir hier tun? Nein. Aber ich wurde vom Vorstand autorisiert, mir alles anzusehen. Der Vorstand hat Sie autorisiert? Der hat doch keine Ahnung von Wissenschaft. Die wollen nur, was ihnen noch mehr Geld einbringt, ein Produkt. Keine Sorge, Sie bekommen Ihr Produkt. Nach wie vielen Unfällen? Sagen Sie mir, Dr. Betruger, warum haben so viele Arbeiter Angst, beschweren sich, beantragen die Versetzung vom Mars?
Sie kommen halt auf dem Mars nicht klar. Sie sind erschöpft und überarbeitet. Mehr und fähigere Leute und ein größeres Budget hätten selbst diese Unfälle noch verhindern können. Sie bekommen nichts mehr, bis mein vollständiger Bericht dem Vorstand vorliegt. Ich brauche vollen Zugang, Dr. Betruger, Delta eingeschlossen. Da gibt es doch sicher keine Probleme. Nur wenn Sie sich verziehen, Swarm, bleiben Sie mir vom Hals. Hier werden bald erstaunliche Dinge geschehen. Warten Sie nur. Ha, der mit seinem kaputten Auge links. Das blind, oder? Auf dem Auge. Gut, wir stehen jetzt hier. Oh, da wurde gerade aufgerissen. Da hat eine Waffe. Für diesen Bereich hast du noch keine Freigabe. Geh weiter. Ich will nur mal deine Waffe angucken. Es ist eine K-180P. Nein, weiß ich nicht, was das ist. Ich kann dir hier nicht helfen. Geh zum Marine Kommando. Die helfen dir. Ja, mir ist auch nicht mehr zu helfen, ey. Und dir auch besonders auch nicht. Aber es sieht ziemlich geil aus hier, die Grafik. Dass das Spiel noch so alt ist, eigentlich ziemlich gut. Ah, hi. Hab dich noch nie hier gesehen. Du kommst wohl für einen der Jungs, die wir verloren haben. Was? Darüber habt ihr mich nicht aufgeklärt. Was? Lass den Ort hier nicht zu sehr an dich ran. Konzentriere dich auf deine Aufgabe, dann bist du im Nu wieder auf der Erde. Ja, ich will aber wieder zurück zur Erde. Ich habe keinen Bock mehr, nachdem du mir gesagt hast, hier und hier so. Hier ist nicht so viel zu tun, aber bleib wachsam. Okay, danke für den Tipp. Auf jeden Fall werde ich wachsam bleiben, das ist schon mal gut. Das waren die Klo. Toilette, Zugang. Ah, jetzt sehen wir uns erstmal. Cool. Kann man hier auch irgendwie Hände waschen? Ne, geht nicht. Hier eine Dose. Kann man leider nicht mitnehmen. Ah. Ihr Papa, kannst du putzen. Hier das Schrubber in der Ecke. Ne, ist das ein Besen? Ja, ein Besen ist das. So. Irgendwie ist es unheimlich hier ein bisschen. Da gehen wir mal scheißen, so. So, haben wir eine Wurst gelassen. Aber spülen brauchen wir nicht. Gibt es eh keinen Knopf. Jetzt nochmal Stroller. Oh. Gut. Komm, wir gehen mal weiter. Da hier geht's lang. Nee, da kommen wir her. So, wir sollen zum Marinehauptquartier. Das ist doch hier, oder? Miller, hast du von Corporal Allen gehört? Tja, er ist wohl ausgeschlippt. Ist die Woche nach Hause. Einen verloren, ein gewonnen. Ohne Scheiß. Wen Sie jetzt wohl ins Bravo-Team versetzen? Ich hoffe nur, Stimme kenne ich doch. Von uns schnappen. Ich hasse Doppelschichten. Verstehe. Die Stimme hat doch auch der Bosse von Deponia. Ist doch geil. Ja. Und hier sehen wir jetzt den Mars. Die Station. Ah, da hinten. Der Rest der Station. Cool, und hier kann man ja auch ein Minigame spielen. Das machen wir jetzt. Yeah. Yeah. Wir schaffen den Rekord. Komm, wir machen den Rekord. Yeah. Das ist jetzt von Doom 1, die Grafik, und Doom 2. Einfach geil. Komm schon, ja. Wir schlachten. Es gibt jetzt Truthahnfleisch. Lecker bei Doom. Oh. Ist das ein Easter Egg vielleicht? Na gut, wir gehen mal weiter. Können wir uns ja auch eine Cola ziehen? Nee. Ist ein bisschen schade, dass es so... Es gebe keine Überlebenden und das Signal sei Teil des automatisierten Notsignals des NEVCOM-Systems. Kritiker des großen Unternehmens sagen, das Europasignal stamme zweifellos von einem oder mehreren Überlebenden und die UAC bestreite dies wegen der hohen Kosten. Ah, alles klar, Chef. Ah, ein neues Gesicht. Immer nett hier, wen Neues zu sehen. Ja, ja. Ich hoffe, dir gefällt's hier. Nee, mir gefällt's gar nicht hier. Also, in dem Scheißladen hier. Ah, hier müsste Marinekommando, Betrieb. Ah, da sind die Schilder. Da muss man. Download.
So, Freiwillige stehen aufregende Position offen. Qualifizierte Person winkt eine Kreditprämie. Erfahren Sie, wie Sie sich in Ihrer Freizeit etwas dazu verdienen können. Gut. Haben wir jetzt eine Nebenaufgabe im PDA? Nee, immer noch nicht. Wir sollen uns aber im Marinehauptquartier melden. Dr. Brady, bitte kommen Sie zum Büro der Umweltverwaltung. Du musst dich sofort bei Sergeant Kelly melden. Er ist in der Kommandozentrale. Ich sofort? Warum?